So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 Part 88. Gut, wir haben hier das nächste vor. Ich habe schon ein paar raue Burschen gesehen im Und Leben. Und die hier ja, waren jetzt raus. möchte ich erstmal Was gucken, wie wir da allerdings? hier reinkommen. Ich bin da nämlich nur exakt am Rande drauf gestoßen, weil das Ecke der Karte hier ist praktisch uninteressant. Und jetzt möchte ich doch gerne wissen, wie man hier halbwegs anständig. Was machst du da, Bruder? Halbwegs anständig reinkommt. Warum der Ast da ist, weiß ich nicht. Ah, das sieht doch schon mal interessant aus. Da schlüpfen wir mal rein. Das ist ja gerade dazu einladend. Ah, da gehe ich lieber auf die versteckte Klinge. Die lässt sich nämlich schön ermorchen. Na? So, jetzt halt. Zack, Leiche entfernt. Da haben wir jetzt keine Probleme mehr. Kannst du pfeifen? Nee, kann nicht. Er kann so nicht pfeifen. Er kann nur dann pfeifen, wenn es wirklich wichtig ist. Und das ist nicht, wenn man hier gerade jemanden ablenken muss oder so. Nö, dann pfeift er nicht. Ah, ich glaube, ich gehe jetzt hier erst einmal ein bisschen hoch. Oh, dass der mich nicht sieht. Das mit dem Schleichen war ja noch nie mein Ding. Nope, da kann man nicht hoch. Da ist Connor unfähig für sowas. Oh, und einer ist offensichtlich von unseren Assassinen gescheitert. Erkennbar am roten Balken unten. Und ja gut, dann halt nicht mehr verstecken. Macht zumindest nicht mehr viel Sinn. Gerade bei euch nicht. Wir haben die Waffe geklaut, oder was? Na, komm schon. Anlegen habe ich. Okay. Fallen lassen, Connor. Fallen lassen. Brav. Und. Pam. Eine Kugel leer. Können wir hier uns verstecken? Können wir auch im Verstecken nachladen? Tatsache, wir können im Verstecken nachladen. Ist das geil? Okay. Der Kommandant, der ist hier auch gleich in der Nähe. Das müssen wir ausnutzen. Wir könnten ihn hängen. Sprengen. Sprengfallen müsste ich aber auch wieder ausprobieren. Habe ich noch gar nicht so wirklich gemacht. Müsste ich nachholen. Ah, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Das würde sich hier eigentlich geradezu anbieten, wenn ich ehrlich bin. Wir machen hier eine Sprengfalle hin. Ist ja gerade Zeit. Eine Sprengfalle. So. Machen wir hier eine. Nein, weg da, weg da. Komm her, Herr. Hier, Herr. Sie fix. Ignoriert ihr einfach die Sprengfalle? Das kann doch nicht sein. Das ist eine ganze schöne Plan im Arsch. Okay, dann halt einfach hier rein erstmal. Wenn die hier dann vorbeikommen, werden die erstmal ihr blaues Wunder erleben. Und dann hat's Boom gemacht. Das ignorieren die vollkommen. Okay. Sprengfallen. Wo wäre hier jetzt noch eine Sprengfalle sinnvoll? Die rennen ja alle hierher. Wäre vielleicht sinnvoll, ne? Pflanzen wir hier eine hin. Dann machen wir das hier kaputt. Kaputte. Ob man sich dann noch in diesem Container verstecken kann, ohne Schaden dabei zu kommen? Was? Der hat meine Sprengfalle weggemacht. Da hinten er auch. Das ist ja Kacke. Ja, okay. Dann machen wir hier nochmal eine hin. Der hat einfach die Sprengfalle weggemacht. Okay. Dann wird von der Seite uns schon mal weniger stören. Kommt da einer? Nee. Okay, dann. Ja, das ist halt der Nachteil an Sprengfallen hier. Ein wenig stressig. Nee, ich nehme lieber die Pfeile. So, die Wurfpfeile. Jetzt müssen wir noch La Commandante vernichten. Oh, da sind zwei Michel. Die stören mich ein bisschen dort. Drehst du dich mal um. Genau, brav. Dreh du dich um. Jetzt wende du mir den Rücken zu. Brav. Braver Bulli.
Zack. Zack. Und jetzt um die Ecke verstecken. Alles im grünen Bereich. Und da ist Kommandante. Okay, Moment. Wir müssen das nutzen. Es geht nicht. Das kann nicht sein, dass wir das hier nicht ausnutzen. Rauchbombe wäre vielleicht doch geil. Und zack. Und gleich wieder verschwinden. Perfekt. Das war ja easier als gedacht, so. Der Kommandant ist im Arsch. Die Jungs haben nichts mitbekommen. Die hätte ich eigentlich auch noch mitsammeln können. Jetzt müssen wir zur Fahne hin. Die ist ja gleich um die Ecke. Tot und nicht gebeichtet. Wenn du sonst irgendwelche Probleme hast, naja. Brauchen wir hier ein bisschen Platz, damit das Pferd sich ein bisschen bewegen kann. Nö, das glitscht da ein bisschen vor sich hin. Komm schon, geh weg, brav. Okay, wie komme ich jetzt da am elegantesten darüber? Okay, ich bin noch versteckt. Nö. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. Ist hier irgendwas? Die Fahne ist hier gleich in der Nähe. Passt, wir können gleich einfach hinrennen. Yeah. Das ging einfacher als erwartet. Ich bin in 6 Minuten mit dem Fort fertig gewesen. Ein bisschen Taktik hilft offensichtlich. Mann. Na gut. Was macht man nun? Wir haben jetzt das Fort in erstaunlich kurzer Zeit eingenommen. Normalerweise... Ich bin noch nicht einmal gestorben. Sieh fix, das ist das erste Fort, in dem ich nicht gestorben bin. Holla die Waldfee. Ja. Ach ja, was ich vielleicht noch erzählen könnte. Warum es hier jetzt weniger Lecks gibt. Auch interessant zu wissen. Nämlich, ich habe mir das Aufnahmeprogramm gewechselt. Und es scheint offensichtlich deutlich, deutlich runterzulaufen. Was ich hier zum Anlass nehme, dieses auch weiter zu verwenden. Aber gut, ne? Cool, den nehmen wir gleich mit. Ah, Schloss knacken. Na gut, dann wollen wir unser Glück versuchen. Na? 164, wenn wir. Irgendwas? Ey, das ging ja erstaunlich einfach jetzt. Weil die geht eigentlich viel zu rund, das kann nicht sein. Draußen machen die eine Massenexekution. What the? 10.000! In einer Kiste! Wahnsinn. Okay, dann haben wir uns jetzt erstmal von diesem finanziellen Schock erholt. Wobei, mittlerweile ist es ja kein Schock mehr mit der... Ja, mit dieser Siedlungsmission-Geschichte da. Gut, dann wollen wir uns hier mal ein bisschen verdünnisieren. Wir haben hier nichts zu tun. Ich muss dann nachher in der Aufnahme gucken, was das für eine Belohnung gab. Die habe ich jetzt nämlich nicht da lesen. Das ist etwas zu schnell weg gewesen. Wir hatten doch eine Siedlungsmission mit unserem lieben Achilles. Da wollen wir mal hingehen. Uns anhören, was er zu sagen hat. Weil mit dem Achilles hat man irgendwie wenig zu tun gehabt. Vor allem, der liegt ja eigentlich auf dem Sterbebrett. Soweit ich das mitbekommen habe. Zumindest hat er dann Connor nochmal für sich geholt, wie er im Bett lag und pralala und so, ne? Man erinnert sich. Und ja, das möchte ich jetzt wissen, ob das irgendwie damit zu tun hat. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass der irgendwie was mit Geschichte schreiben wollte. Über die Siedler hier. Die Siedler von Connor. Rätsel des Landhauses. Mission starten. Es ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Sehr freundlich. Ich fand ein Gemälde über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Natürlich. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst dir sehen, wenn du da bist. Okay, Achilles trauert der Kunst nach. Eigentlich könnte ich hier schnell Geld machen, aber nee. Das mache ich offscreen, das ist zu langweilig, weil du bist eigentlich im Prinzip nur am Hin- und Her-Tippsen. Ist nicht so der Fall der Fälle, die ich hier für zum
Du sollst zur Karte bleiben. So. In New York, hat er gesagt. In der Brandschneise. War das nicht hier irgendwo am Hafen? Kann man hier schnell reisen? Geht das? Machen wir mal. So. Dann wollen wir uns das auch gleich angucken. Ich finde ja, der neue Klumpen hier, den er hier an der Seite hat, der ist doch... Ja, der gefällt mir. Der hat was. Der hat so das einschlägige Argument, was so in einer jeden Diskussion fehlt. So. Hey, hab Schwein gehabt. Das ist tatsächlich in der Nähe. Ah, jetzt habe ich vergessen, uns Markierung zu setzen. So. Jetzt fix zurück. So, passt. Yo. Dann wollen wir mal Achilles helfen, sein Bildchen wieder zu bekommen. Bin ja auch gespannt, was das so eigentlich so an Informationen auf uns einprasseln werden über dieses wahnsinnig schöne Bild, was hier so verschollen herumliegt. Aber ich werde die Rauchbomben wegmachen. Das ist mir unsympathisch, wenn ich die jetzt hier so einfach sehe. So. Wir müssen auch wieder leicht plündern, um das Zeug wieder aufzufüllen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir in den Trümmern irgendwas finden, was auch nur halbwegs von Interesse ist. Sieht schlecht aus. Mission starten, natürlich. Mhm. Das Paket im Besitz nehmen. Klingt so, als ob da sich jemand ein Bild unter den Nagel gerafft hat, der nicht der offensichtliche Besitzer ist. Oder? Nö. Nicht wirklich. Hey, hier hat einer was deponiert. Na, gib schon. Häng dich. Fall lassen. So. Geht. Ich sehe hier nichts. Interagieren. Es wäre verbrannt, wenn es nicht versteckt. Achilles wird sich freuen. Ah, es ward versteckt. So. Gut, dann wollen wir uns hier auch mal gleich zu Achilles beamen. Dann beamen wir uns hin. Beam me up, Scotty. Gut. Aber was ist jetzt auf dem Bild drauf? Vor allem das Blau der Hacke passt jetzt neu zu... Das Blau der Hacke passt gut zum Blau der Kutte. So. Ich bin von dem neuen Aufnahmeprogramm doch begeistert. Es läuft erstaunlich rund. Wahnsinn. So, dann wollen wir mal das Bild Achilles um die Ohren baldofern. Ich habe das Gemälde für dich besorgt. Brauchst du Hilfe beim Aufhängen? Vielleicht noch nicht. Du siehst mich jetzt nicht mit verdutzten Blick. Und irritierten Zwinkern. Hat der dazu wirklich nicht mehr zu sagen? Vielleicht noch nicht. Das ist das Einzige, was du zu sagen hast, Padre. Na gut. Also, gucken, ob er im interaktiven Gespräch irgendwo mehrere Informationen rausrückt. Schließlich lädt er ja geradezu ein zum Quatschen. Ah, die Kutte, die wir da gesammelt haben. Denkst du an alte Zeiten, Achilles? Connor. Oh ja, schätze, das habe ich. Scheint so lange her zu sein. Welchem Assassinen hat sie gehört? Eigentlich gehörte sie John de la Tour, dem ersten Assassinen in den Kolonien. Dann trug ich sie eine Zeit lang. Was ich in dieser Rüstung erlebt habe, erhabene Erinnerungen, aber auch sehr schmerzliche. Eines Tages wird sie dir gehören, Connor. Du musst sie stets in Ehren halten. Sie erinnert uns daran, wie lange unsere Bruderschaft schon hier ist. Wie lange wir die Bewohner dieses Landes schon schützen. Aber
Ich schweife wieder einmal ab. Ich weiß, dass du sie zu würdigen weißt. Okay. Passt. Die Kutte werden wir bald bekommen. Das sehen wir aber, wie gesagt, erst in den nächsten Parts. Ja, ich halte das jetzt für einen guten Abschluss. Relativ. Relativ zu nix. Und deshalb sage ich hier einfach mal, vierte Gott, und wir sehen uns im nächsten Part. Bye bye.